Fast Fashion oder Fair Fashion? Was würdet ihr sagen? Wie lange tragt ihr Kleidung im Schnitt? In den letzten 20 Jahren hat sich weltweit die Produktionsmenge von Textilien verdoppelt. Die Tragedauer von Kleidung hat sich aber gleichzeitig halbiert. Eine Entwicklung, die man durchaus auch kritisch sehen kann. Denn sie geht zulasten der ökologischen Produktionsbedingungen und zulasten der sozialen Arbeitsbedingungen von Arbeitnehmerinnen und von Arbeitnehmern. Aber gibt es nicht auch die Möglichkeit, beim Einkauf von Kleidung und Textilien auf Nachhaltigkeit zu achten? Darüber sprechen wir heute mit Ulrich Plein vom Grünen Knopf. Wir sind hier jetzt im Fair Fashion Shop Kiss the Inuit in der Bonner Innenstadt. Und hier habe ich Herrn Plein vom Grünen Knopf getroffen. Herr Plein, hallo, herzlich willkommen in Bonn. Man hat so ein bisschen den Eindruck, die Textil- und Modewirtschaft wird immer schnelllebiger und man wirft schnell was weg, man kauft schnell was Neues. Nehmen Sie diese Entwicklung auch wahr und woran liegt das Ihrer Meinung nach? Ja, das sieht man sehr deutlich. Man kauft heute nicht neue Kleidung, weil man die alten nicht mehr brauchen kann, sondern man kauft neue Kleidung, weil es neue Mode gibt, weil Sachen schick sind und man sich schick kleiden möchte. Wettbewerb beherrscht auch den Modemarkt und das merken Verbraucher, Verbraucherinnen und machen eben ganz oft damit. Das ist eine Entwicklung, die nimmt rasant zu und die hat natürlich auch ihre Auswirkungen. Wenn ich bei mir selbst anfange und überlege, wie kann ich persönlich was zum Thema Nachhaltigkeit bei Kleidung und auch bei Textilien beitragen, dann fällt mir spontan ein, dass meine Eltern oder Großeltern ja früher durchaus auch mal ein Loch gestopft haben oder einen Knopf angenäht haben. Was wären denn aus Ihrer Sicht Punkte, wie man das Thema Textilien etwas nachhaltiger angehen kann? Natürlich ist Reparieren immer noch wichtig und sollte gemacht werden. Wir müssen aber, glaube ich, auch in Betracht ziehen, dass eine Socke zu stopfen heute so zeitaufwendig ist und für wenige Euro man eine neue Socke kauft, dass viele Leute das nicht tun. Deshalb muss man sich vielleicht auch ein bisschen anders anpassen, um für mehr Nachhaltigkeit zu sorgen. Also braucht man wirklich jedes Kleidungsstück, das man sieht, von dem man sich vorstellt, dass es einem gut steht, oder verzichtet man vielleicht öfters mal? Und wenn man was kauft, dann sollte man eben auch auf entsprechende Siegel achten, damit man insgesamt beim Produkt auch die Nachhaltigkeit garantiert. Da gibt es ja beispielsweise auch das Siegel, den Grünen Knopf, das staatliche Textilsiegel, weshalb wir ja auch heute hier sind. Was steckt dahinter? Worauf können Verbraucherinnen und Verbraucher sich verlassen, wenn sie dieses Siegel sehen? Der Grüne Knopf ist ein Siegel, das nicht nur Anforderungen an das Produkt selbst stellt und damit an die ökologischen und sozialen Anforderungen, sondern es ist ein Siegel, das Anforderungen an das Unternehmen stellt, die ein solches Produkt in Verkehr bringt bzw. auf den Markt bringt. Das heißt, hier ist die unternehmerische Sorgfaltspflicht gefragt. Unternehmen nehmen Verantwortung nicht nur dafür, dass ein Produkt eine gute Qualität hat, der Produktionsprozess ordentlich war, sondern dass eben auch Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen im Betrieb sozial vernünftig behandelt werden und dass insgesamt der Sektor nachhaltig wird. Sie feiern dieses Jahr 3 Jahre Grüner Knopf. Seit 2019 gibt es das Siegel jetzt. Und es entwickelt sich stetig weiter. Das heißt, es gibt immer neue Kriterien, Sie achten auf vieles. Wie kann ich mir das in der Zukunft vorstellen? Greift der Grüne Knopf wirklich von dem Baumwollfeld bis zur Lieferung in die Kriterien ein? Das ist perspektivisch unsere Absicht, unser Interesse. Wir arbeiten daran. Wir sind vor 3 Jahren mit einer ersten Version auf den Markt gegangen. Da ging es im Wesentlichen um das Schneiden, ums Nähen und ums Färben der Stoffe. Wir sind jetzt tiefer in die Lieferkette eingestiegen. Die Materialanforderungen sind ganz wichtig, was die Produktzertifizierung angeht. Wenn wir in die Unternehmenszertifizierung gehen, also da, wo wir die unternehmerische Sorgfaltspflicht überprüfen, da gehen wir auch heute schon in die komplette Lieferkette. In anderen Bereichen klappt das noch nicht ganz, da arbeiten wir dran. Wir können natürlich auch immer nur so weit gehen, wie Unternehmen auch bereit sind mitzugehen, aber unser Interesse ist, irgendwann es zu schaffen, die Lieferkette komplett abzudecken. Wenn Unternehmen mit dem Siegel werben wollen bzw. sich zertifizieren lassen wollen, kommen auch wir von Ralia ins Spiel. Beratend, aber nachher auch, wenn es darum geht, um die Siegelvergabe und um das Werben mit dem Siegel. Wenn ich Ihnen eine abschließende Frage noch stellen darf, wie sieht für Sie persönlich die Textil- und Modewelt der Zukunft aus? Ich wünsche mir so wie hier im Laden. Sie sehen nachhaltige Produkte, Sie sehen, dass Unternehmen die Verantwortung übernehmen, nicht nur für die Qualität eines Produkts, sondern für die Umweltbedingungen, unter denen das entstanden ist, für die sozialen Bedingungen, unter denen die Arbeiter und Arbeiterinnen leben, eben insgesamt dafür sich einsetzen, dass Produkte nachhaltig sind, dass sie dauerhaft sind. Und so stelle ich mir die Zukunft tatsächlich vor. Vielen Dank, Herr Plein. Sehr gerne.
Für mehr Infos zum grünen Knopf schaut einfach auf www.grüner-knopf.de. Frau Steingas, warum haben Sie sich dazu entschlossen, einen Fair Fashion Shop zu führen? Ich habe mich dazu entschieden, einen Fair Fashion Shop zu führen, um zu zeigen, dass faire Mode sehr vielfältig ist und eben auch Fashion und gar nicht langweilig, sondern modern und dass für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel was dabei ist. Der grüne Knopf soll Textilien für die Umwelt ein kleines bisschen verträglicher machen und für alle am Herstellungsprozess beteiligten Personen sozial gerechter machen. Wie findet ihr das? Habt ihr auch beim Einkauf schon mal auf das Siegel geachtet? Worauf achtet ihr sonst beim Thema Textilien? Berichtet uns gerne in den Kommentaren davon. Lasst uns ein Kanal-Abo da und einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal mit einem neuen Thema wieder. Bis dahin macht's gut und tschüss.